Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda, was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. Okay. Hat mir das jetzt viel gebracht? Ich weiß es nicht. Verdammt, falsche Tür. Wir könnten ihm den Kehlkopf zertrümmern. Oh. Sagen Sie einfach nichts. Sagen Sie einfach nichts. Doppelt gemuppelt hält immer besser. Hier geht's nicht rein, da geht's auch nicht rein. Da müsste er hier drin sein. Ja. Tada! Credits angekommen. Zeit zu sterben. Zack! Ich mach beide platt. Botschafter? Ja, ich hau sie alle platt. Ich hab kein... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Haben die Söldner sie verletzt? Mir geht's gut. Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Ich habe Ihr Leben gerettet. Um welchen Planeten geht es? Ich biete einen Handel an. Die Volos Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Nein, Karlak. Sie schulden mir den Namen der Kolonie. Also gut. Cerberus wird Aphus angreifen. Sie wollen die Werften. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Kein Thema. So. Dann sind wir vorerst auch auf diese Ebene fertig. Da oben war ich ja schon, ne? Geht's da noch weiter? Hier war ich einkaufen. Willkommen bei Canella Export. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Willkommen bei Elkos Combine Arsenal. Hier war ich noch nicht. Aber hier ist glaube ich nicht, soweit ich das sehe. Ja. Na? So. Okay, nächste Ebene ist die Zitadelle. Achso, Moment. Genau, wir waren bei den Botschaften ja noch gar nicht fertig. Da war ich jetzt direkt hier, ging es ja direkt los. Aber hier ist schon noch viel größer hier. Ja, gibt's ja noch mehr. Versteht? Ich weiß bloß nicht, wie viel ich für den Fuzzi Artefakte finden soll. Drängend. Mensch, ich muss im Namen meines Volkes mit Ihnen sprechen. Worum geht's? Unterdrückte Trauer. Dekuna. Meine Heimatwelt. Die Reaper sind da. Unterdrückte Trauer. Unsere Krieger werden belagert. Aber ihre Truppen können sie retten. Drängend. Bitte. Alle anderen Spezies haben uns abgewiesen. Ich komme mit der Normandy, sobald wir Zeit haben. Erleichtert. Danke, Commander. Hoffnungsvoll. Vielleicht können wir einige Zivilisten evakuieren, wenn ihre Truppen eintreffen. Ungeduldig. Vielleicht. Ich warte hier auf Neuigkeiten.
Bitte beeilen Sie sich, Dekuna brennt. Mit solchen Fuzis rede ich irgendwie gar nicht gern. Die sind komisch, oh Mann. Aber gut. Von euch will auch keiner mit mir reden. Hier auch keiner. Dann gehen wir noch da lang. Das ist auch nichts. Hier geht's rein. Jawohl. The Bailey. Hi, Bailey. Bei dem Cerberus-Angriff haben wir Unmengen von Arbeit. Es macht uns wirklich zu schaffen, dass Odina zusammen mit Cerberus den Rat ermorden wollte. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Genau wie Sie, Shepard. Die zwei wissen scheinbar Bescheid. Ich nicht, aber okay. Was haben wir hier drin? Ach, hier ist die Spezialwaffenkammer, ne? Spectre Terminal. Ja, genau. Codefragment. 59, Alter. 190.000 Black Widow. 237.500. Ja, okay, das Geld werde ich wahrscheinlich nie kriegen. Was ist hier drin? Schießanlage. Nö, ich will nicht auf die Schießanlage. Ich weiß, ich war hier schon mal, aber ich merke mir das nicht so wirklich. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Commander Shepard. Haben Sie was gefunden? Wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Udinas Aktivitäten fort. Es ist nach wie vor unklar, wie er den Putschversuch vorbereiten konnte. Wie auch immer, ich muss mit Ihnen über eine andere Sache sprechen. Oh oh. Die Lage der Asari-Republiken hat sich zum Schlechteren entwickelt. Soweit wir wissen, fehlt Ihrem Tigel immer noch eine wichtige Komponente, die Sie den Katalysator nennen, nicht wahr? Wissen Sie, wo er ist? Leider nicht, aber wir haben ein Artefakt auf unserer Heimatwelt Tessia, von dem nur höchste Kreise wissen. Artefakt hört sich gut an. Sagen wir, es kann Ihnen dabei helfen, den Katalysator zu identifizieren. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftsteam wird Sie dort unterstützen. Danke. Haben Sie vielen Dank. Es ist zu unser beider Nutzen. Die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden. Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos. Die Reaper stehen kurz davor, das zu ändern. Ich tue, was ich kann. Es hängen mehr Leben von ihnen ab, als eine Seele sollte schultern müssen. Meine Gebete begleiten sie. Okay. Also das war jetzt quasi Story-Quest, ne? Gut, dann wären wir jetzt tatsächlich auch in den Botschaften fertig. Außer ich habe irgendwas übersehen. Nö. So. Geh mal in die Bar. Aber bestimmt auch noch was zu tun. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Cremig. Aber es ist schon lustig, dass die immer ihre Stimmung vorher mit dranhängen. Oh. Da hat wohl jemand zu viel gesoffen. Halt. Hallo. Dance, aha. Gehen wir erstmal nach hinten. Hallo Leute.
Tanzen wir. Yeah. 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 Du redest mit mir. Joke. Ach, Joker. Sehen Sie sich das an. Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme. Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut, wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Warum nicht? Weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wedeln? Ja. Sie sorgen sich um mehr, als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. Wir haben ihn tatsächlich überredet, was mit Edi anzufangen. Oh mein Gott. Hör doch auf, die Moral ist im Keller. Nein, du bist nicht, du bist kein Garrus. Konnte ich nur. Ihr drei auch nicht, okay. Ah. Ah, guck mal hier. Ist das Area? Ja, das Area. Wer kommt denn da? Was schwebt Ihnen vor, Shepard? Ich weiß, wo Sie sind. Wir halten Kontakt. Wir sehen uns schon. Ach so, okay. Was macht ihr eigentlich hier? War die nicht auf... Ich habe vergessen, wie der Planet heißt. Ich habe noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Ah, Edi. Ich hab noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Ja, ja. Edi tanzt halt nicht. Ja, wir dancen jetzt ein bisschen ab. Aha. Aha. Oh yeah. Aha, aha. Yeah. Gut. Mehr will ich auch gar nicht. So, dann trink mal was. Na? Scheißegal, was es war. Wir trinken's. Noch sind wir nicht betrunken. Das soll auch so bleiben. Kann ich mir nicht leisten. Ach, das war's schon. Komme ich denn auf die Seite? Nee, es kann nicht sein, dass das alles war. Doch. Gut. Dann sind wir in der Bar scheinbar auch fertig. Okay. Dann sind wir bald durch. So viel kommt da jetzt nicht mehr. Vektorstatus erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Da war ich, glaube schon, ne? Dann gehen wir jetzt noch ins Krankenhaus und dann war's das. Ankunft beim Huerta Krankenhaus. Okay. Nein, hier ist es genauso. Medigel und synthetisches Blut gehen zur Neige und wir haben nicht genügend Freiwillige. Na. Jetzt habe ich schon wieder. Oh Mann. Wir hatten einen Einsatz auf Tiptree. Wieso kriege ich denn immer ständig neue Quests? Das ist doch scheiße. Ich muss die Welt retten, das Universum. Und die drücken mir ständig neue Quests auf. Was geht denn bei denen? Und hier redet keiner mit mir. Ach, guck mal hier. Willkommen bei Sirta. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Hi, Jacob. Hey, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Ich weiß, wie es im Moment zugeht. Stimmt. Daher muss man jeden Augenblick auch nutzen. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Man muss solche Momente... Und nochmals danke... Labonett! Labonett!
Hab ich gesagt. Quatsch mir keine Frikadelle ans Ohr, Mann. So. Knowles, hier ist Shepard. Ich habe eine der Code-Positionen gefunden. Okay, ich schalte jetzt ab. Ich muss nur ihren Spectre-Status autorisieren. Jemand hat auf diesem Weg einem Dutzend Lebenserhaltungssystemen im Krankenhaus die Energieversorgung abgedreht. Okay, dieser Zugangscode ist offiziell deaktiviert. Können Sie noch weitere finden? Es muss doch irgendwie... Keine Ahnung, was... Also wahrscheinlich, wenn jemand das Let's Play aufmerksam verfolgt, der weiß momentan besser, was da abgeht, als ich. Ach, guck mal da, jetzt geht es. Oder? Konsole. Ne, das habe ich abgeschalten. Das war die Konsole. Die scheiß Questpfeil, warum zeigst du immer noch dahin? Da ist nichts mehr. Doktor! Ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Ich habe das hier auf einer Cerberus-Station gefunden. Ein Gift, das speziell für Turianer entwickelt wurde. Zeigen Sie mal. Ja, ich glaube, das ist es. Damit sollte es uns möglich sein, ein Gegengift zu entwickeln. Gut. Damit hatte General vielleicht eine Chance zu überleben. Perfekt. Ja, General Corellius wird sich wieder vollständig erholen. Er ist bereits wach und ansprechbar. Krieg ich dafür keine Belohnung? Sauerei. Mit mal XP. Wer sind wir denn, dass wir entscheiden, wer lebt und wer stirbt? Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir helfen Patienten. Und zwar allen. Das ist zwar ehrbar, hilft uns aber nicht, wenn uns die Vorräte ausgehen. Ich habe das im Kampf schon hautnah miterlebt. Wir kämpfen genau in diesem Moment für den Schutz der Leute, von denen Sie reden. Wenn Sie diese Leute sterben lassen, war der Kampf umsonst. So einfach ist das nicht. Wenn wir jetzt nicht vorsichtig vorgehen, verlieren wir am Ende... Labonet! So, ich glaube, wir haben es dann. Ich habe allerdings jetzt keine Ahnung. Wir schauen jetzt mal ins Tagebuch, ins Logbuch. Missionsüberblick. So. Ein Trojaner benötigt das Banner des ersten Regiments, um seine Truppen zu motivieren. Beschaffen Sie es von Castellus im Appienkranz und bringen Sie ihm ins... Alles als gelesen. Ja, aber wie kann ich denn... Ja. Hier, batterianische Codes. Verschlüsselung, Na. Ich werde jetzt alles mal entmarkieren. Das Problem ist nur... Ruckelt's wieder. Jetzt habe ich alles abgesucht. Ich habe immer noch keine Ahnung. Wohin? Ich würde jetzt gerade hier nochmal gucken. Ich glaube, hier war ich schon. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Doch, hier waren die ganzen Shops nämlich. Spectre-Status erkannt. Einen Moment, bitte. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Ich habe keine Ahnung. Wenn mir nichts angezeigt wird, ist das, dann kriege ich das eh nicht raus. Oh, da war was. Knowles, ich habe einen weiter. Verdammter Mist. Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Shepard. Auf dem Schiff waren 117 Allianz-Soldaten. Alles Menschen, genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batterianische Codes und jemanden mit einem Groll gegen Menschen. Sieht so aus. Okay, der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander.
Aha. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt suchen werde. Hey, ich war doch hier vorhin schon. Warum? Hä? Ach. Wir müssen den nochmal auf die Normandie irgendwann zurück. Und dann werde ich da weitersuchen. Schön, dass ich hier wieder hinkomme. Gefällt mir. So. Schauen wir mal. Guck mal. Ach ja, das war das mit dem Artefakt. Und hier ist auch ein Artefakt. Und ja, aber sonst haben wir wieder nichts, ne? Artefakte. Geh ich doch glatt mal hier hin, wa? Oh oh. Ich habe etwas gefunden. Oh oh. Nicht, dass die Reaper jetzt kommen. Jetzt habe ich Pfeiler der Stärke. Ach so, meinen die das mit von wegen Ding Artefakt finden. Ach nein, da unten. Ah, okay, verdammt. Aber hier gibt es noch eine ganze Menge. Signal bestätigt. So. Zack. Schwarzmarkt-Artefakte. Tada! Bin ich schon fertig? Nee. Gibt's noch mehr? Nee. Nö, ich bin fertig. Oh oh. Ausweichen erfolgreich. Shit. Ich geh nochmal hier unten rein. Shit. Jetzt habe ich nicht genug Sprit, um zurückzukommen. Ich habe etwas gefunden. Oh, oh, oh. Ah, okay. 100 Treppschiffe, das ist schon mal sehr gut. Scanner starten. Zack. Noch ein? Nee. Credits, okay. Gerade so, wa? Oh. Na. Okay, nichts wie weg hier. Die Reapers sind da. Da haben wir eh nix. Genau, wir müssen das Artefakt für die Ratsherrin finden. So, einmal gerade mal gucken. Hier liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle, es geht los. Ich
Ja. Okay, Liera muss ich mitnehmen. Dann nehmen wir noch einen Typen mit. Hatte ich Kaidan? Ach komm, ich nehme Kaidan mit. Egal. Ja. Ah, sehr gut. Ich habe meine Waffen, darf ich behalten. Welche ist denn neu? Die hier. Okay, die hat viel mehr Gewicht, mehr Schaden, aber auch mehr Präzision. Und ich könnte ja... das hier... und den Schaden. Ja, nehmen wir doch mit. Das ist doch gut. Was habe ich hier? Geth Plasma-Schrotflinte. Impulsgewehr, das ist eigentlich okay so. Keine Mods drin. Geht immer gar nicht. Mehr Kapazität. Schaden. So. Du hast überall welche drin. Du hast bloß eins drin, warum? Ist doch okay. So, da haben wir 6. Ah, wobei. Machen wir das höher. Panzerung. Liebe Schilde. Okay. Kaidan hat 9. Dann kriegst du Schildgrenade, Barriere. Das hier. Und Kraftdauer. Na, Mama. Lieber. Das hier und Liera 13. Dann kriegst du Singularität. Und das hier. Okay. Los geht's! Jetzt habe ich die Panzerung vergessen zu ändern. Scheiße. Aber egal, kriegen wir auch so hin. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athane. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Klingt, als wären wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Hey, anschnallen! Das dürfte turbulent werden. Oh, Vorsicht. So, kann ich schießen? Das kann nicht wirklich passieren. Ah, okay. Meine Heimat. Darüber dürfen Sie jetzt nicht nachdenken. Wir sind hier oben völlig ungedeckt. Dann runter. Wo gehe ich denn? Wie sie herausgefunden hat, dass ich Shepard bin? Wir klauen denen erstmal ein paar Vorräte. Ach so, mit dir muss ich. Okay, Entschuldigung. Commander, wir haben gehört. Wow. Die Barriere wurde durchbrochen. Commander, wir reden später. Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen. Jemand soll an dieses Geschütz gehen.
Denn ich hätte wahrscheinlich wieder nicht gerettet, ne? War. Stirb! Shit, 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 shit. Zack. Ja, ich kann auch nur... schießen. Wenn das Ding... aufgeladen ist. Shit, 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 shit. Ach was, wie bist du... Oh, 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 oh. Oh. Gott sei Dank. Ich will den Jäger in der Luft sehen, sofort. Stopfen Sie das Loch. Wird erledigt. Ich brauche die Position unserer Scharfschützen. Jawohl, Ma'am. Commander, ich bin Lieutenant Curran. Wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Ich glaube, das wird nichts. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Das hier ist wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Wir haben eine Superwaffe der Proteaner. Damit gewinnen wir den Krieg. Proteaner, hä? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Curran. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Okay, werde ich. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen. Sind das Gegner? Man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Fuck, ey. Ich hoffe, das sind nur die fuck Riesendinger, ey. Vorsicht. Oh, oh. Wow. Das muss ein Ende haben. Behalten Sie diesen. Ja gut, die kriegen das natürlich besser hin als ich. Sie das nicht. Da kommen Sie nicht. Oh. Wie im Zickzack, Alter. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Stirb. Und du auch, komm. Wie zurück. Shit, 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 shit. Headshot. Danke. Ich muss mir mit dem Shit arbeiten, wa? Ach, Überlastung bei menschlichen, bei Gewebeviechern. Nehmen wir mal hier, komm, mach mal auf den. So. Ja, weiter. Wie? Was? Hier lang, ne? Ja. Wird schon stimmen. Auf dem Gebäude da. Wir haben Feuerschutz. WTF, ey. Nein! Verdammt sollen sie sein!
Bleiben Sie konzentriert, Yara. Habe ich keinen Scharfschützen? Doch, ich habe noch eins. Ich weiß doch, ich habe eins. Dann rächen Sie sie. Verteilen und in Deckung gehen. What? Hä? So. Und den schnapp ich mir. Ah. Jetzt brauchst du auch nicht mehr machen, du Pfeife. Sie dürfen uns nicht umstellen. Niemand umstellt uns. Na komm. Yeah. Behalten Sie unser Einsatzgebiet im Auge. Ich muss doch mal nachladen. Das stimmt mit euch nicht? Fresst ihr euch gegenseitig oder was? Sie hören einfach nicht auf. Vor uns sind noch mehr. Oh, ich weiß. Ich brauche unbedingt. Alter. Rennt in der Hölle!